Wenn der Schnee glitzert und die Sonne lacht, dann schlägt das Skifahrerherz höher. Der Genussberg Fernet bietet beste Pistenverhältnisse und Pisten, die einem fast alleine gehören. Unter der neuen Führung von dem gebürtigen Ötztaler Stefan Klotz starteten die Bergbahnen heuer in den Winter und luden uns zu einem Skitag ein. Guten Morgen, ich begrüße euch recht herzlich im Skigebiet Fernet. Das, was ihr heute, wenn wir sehen, im Hintergrund wieder perfekt einladet bei strahlend blauem Himmel. Ein Ausblick, der seinesgleichen sucht, und bestens präparierte Pisten warten auf die Besucher. Der Genussberg gilt als Geheimtipp für all jene, die die Pisten gern für sich alleine haben. Ja, also die Schneelage war am Anfang sehr kunstschneereich, speziell auf der Nordseite da. Südseite sind wir komplett dahinter geblieben, also da hat der Naturschnee komplett ausgelassen. Wie alle wissen, Südau Richtung Flies ist eine komplette Naturschneepiste. Die haben wir erst nach dem Kinigtag aussperren können. Nichtsdestotrotz, momentan sind bis auf das letzte Steilstück zwischen Doppelsessel Süd, Mittelstation und Talstation alle Pisten offen, werden täglich präpariert und es sind perfekte Bedingungen. Es steht dem Einkehrschwung nichts im Wege, es steht dem Sonnenbaden nichts im Wege. Also oben das Banner-Restaurant hat mit seinem 360-Grad-Blick geöffnet. Da haben wir einen neuen Gastroleiter, den Franco Elias. Stellt das gerade ganz ein bisschen um. Wir schauen, dass wir da wirklich aus diesem Ruf herauskommen, dass es fertig gerichtet worden und alles, also die Qualität sehr zu steigern oben. Es hat die Zammeralm offen, es hat auf der Flieserseite die Jagerhütte wieder neu aufgesperrt. Also man kann wirklich zurückkehren und wie gesagt, kann Einkehrschwung und Sonnen genießen. Kommt vorbei und überzeugt euch selber, die Pisten kehren eng. Die Besucher, die wir da haben, vielen, vielen Dank. Egal, ob das Gäste sein, ob das Einheimische sein, Freunde des Berges da, also kommt vorbei. Ein großer Dank geht besonders an alle freiwilligen Helfer in der Riefe und dem Verein Wärmestube, die sich jedes Jahr aufs Neue für den Skinachwuchs einsetzen. Ja, also auch dort sind alle Tage im Betrieb, am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr. Jetzt auch teilweise mit Abendveranstaltungen, mit Abendskilauf. Also die haben das wirklich auch ganz gut gemacht und beschneien auch jetzt gerade wieder aktuell ein bisschen nach. Also auch da ist für den Nachwuchs alles bestens hergerichtet. Sie präparieren alle Tage, sie sind auch bestens bemüht auch. Und muss ich sagen, einfach perfekt. Und gerade heuer ist das Angebot für die Kleinen in der Riefe besonders wichtig. Denn die Pendelbahn steht in diesem Winter still. Aber Sicherheit geht vor. Also wir haben im Dezember noch die Überprüfungen gemacht von der Pendelbahn. Da dabei sind leider Gottes ein paar gravierende Fehler aufgetreten, die was wir haben können, bis auf ein paar Kleinigkeiten beheben. Diese paar Kleinigkeiten haben uns leider Gottes aber auch dahingehend zurückgeworfen, dass wir können nicht in Betrieb gehen mit der Pendelbahn. Wir sind technisch dran, diese Sachen noch zu beheben. Allerdings muss ich auch sagen, wir können es nicht versprechen, dass wir den Winter noch in Betrieb gehen. Deswegen haben wir auch von vornherein gesagt, okay, die Bahn ist zu. Und wenn alles behoben ist, dann starten wir wieder durch. Ich habe gesagt, bitte um Verständnis, dass die Pendelbahn nicht geht. Nichtsdestotrotz für Skifahrerherz, man kann über Riefenalaue fahren, man kann bis ins Dalaue fahren mit den Ski. Wie davor gesagt, die Pisten sind bestens präpariert. Zudem wurden Shuttlebusse von der Pendelbahn-Talstation zu der Riefenalbahn eingerichtet. Dem Skivergnügen am Fernet steht also nichts im Wege. Am besten gleich die Skiausrüstung zusammenpacken, Sorgen zu Hause lassen und in den Genussberg eintauchen. Ich freue mich über jeden, der was vorbeikommt. Genießt das Angebot da. Wie gesagt, wir sind nicht das Skigebiet, was überlaufen ist. Also auch der kleine Geheimtipp nach wie vor. Es gibt keine langen Wartezeiten bei den Liften. Und das Pistenangebot, wie gesagt, es ist uneingeschränkt, steht zur Verfügung. Auch wenn die Pendelbahn nicht fährt, das Skigebiet ist in Betrieb und wir haben eigentlich sind schon alles offen.